liebe Zuhörer, jetzt dachte ich mir nach den vielen Ködern, die ihr heute gesehen habt, nochmal eine Alternative. Inspiriert durch ein YouTube-Video machen wir aus diesem Köder jetzt einen Wobbler. Schneiden Sie vorne schräg an. Dann nehmen wir einen Draht, so einen Haushaltsdraht zum Beispiel, und führen den in die Möhre hinein. Vorne einmal umgedreht, dass wir dort die Schnur einhängen können, und ans Ende werde ich jetzt noch ein Drilling basteln. Wir probieren ihn gleich aus. Ja, so, jetzt führe ich den Drilling mit dem Draht zusammen. Ein paar Wicklungen, damit es auch hält, und damit das Drahtstück nicht durch das etwas zu große Loch rutscht, führe ich das Ende des Drahtes jetzt in die Möhre hinein. Dann ist das noch so ein bisschen miteinander verquickt. Mal schauen. Und ob der Köder wirklich eine gute Alternative ist zu einem normalen Jerkbait, der natürlich einige Euro kostet, werden wir sehen. Denn ihr seht hier, die frische Möhre ist knackig. Die ist schon einen Tag alt, die habe ich ein bisschen vorbereitet. Diese Köder sind natürlich nicht so haltbar. Einmal fischen und dann müsst ihr neu machen. Das sollte man sich dann eben überlegen. So, einen echt erfolgreichen Köder aus dem Hause Jensi bauen wir mal ab. Diesen Spinnerbait hier, tolles Ding auf Hecht. Und wir machen den Öko-Köder dran. Möhri. So, Möhri 2013. So, Jerkbait-Ausrüstung, und jetzt schauen wir mal, ob ein Hecht beißt.